Hallo und ein herzliches Willkommen zum Teil 2 meiner Reihe Trockenbrennstoffe. Im ersten Teil habe ich ja der S-Bit vorgestellt, der eigentliche Trockenbrennstoff für diesen S-Bit-Kocher, den Notkocher von der Bundeswehr. Ja, und heute habe ich euch was anderes mitgebracht. Und heute sind wir auch an einem anderen Ort, nämlich hier an der Enz. Ich lag hier schon auf der Wiese beschäftigt mit Vögeljagen, ein aussichtsloses Vorhaben, aber das weiß er nicht wirklich. Ja, hier sind wir am Wässerle. Da wird das Wässerle angestaut, fließt da runter. Ich habe euch da schon mal dabei gehabt, glaube ich. So. Und jetzt sind wir da und jetzt muss ich mir was überlegen. Ich tue gleich noch was vorbereiten. Wenn ich soweit bin, hole ich euch wieder dazu. Bleibt dran. Hallo. So, hier sind wir wieder. Ich habe mal alles hergerichtet. Ich denke zumindest mal, dass ich alles habe. Zur Not ist alles griffbereit, was ich nicht vorbereitet habe, da im Rucksack. Ah, so, jetzt geht's los. Der Trangia, der S-Bit-Kocher tun wir mal auf die Seite stellen. Wieso bin ich so arg auf Trangia? Keine Ahnung. Das Gitterle auf die Seite. So, und heute geht's um die Zunderfüchse. Die brennen auch relativ lang. Die sind aus ja, so Holz, Wolle, zum Teil mit Wachs behandelt, zum Teil einfach nur harzig. Und die brennen auch sehr gut und sehr lang. Wiege tun sie beide ungefähr gleich, so zwischen 13 und 15 Gramm, also gibt halt leichte Differenzen, auch innerhalb einer Packung in einer Sorte. Und Kostenpunkt ist circa dasselbe, so je nachdem wo man es einkauft und welche man einkauft, liegt man bei ganz ganz grob zwischen 18 und 22 Cent pro Stück. Ja, und jetzt testen wir es mal. Ich habe mich jetzt mal grundsätzlich für den entschieden. Was mir an dem besonders gut gefallen hat, war nämlich die Verpackung. Das war nämlich ein 2,5 Kilo Beutel in einem Papiersack. Jeder Horst wird sowas in Plastik verpacken, aber nee, die Firma hat mitgedacht, in einen Papiersack. Ich fand es echt beeindruckend und deshalb ist das auch mein absoluter Favorit, weil das auch noch mit reinspielt. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es tut. Brennverhalten, nämlich mit Feuerstahl. Ich habe auch ein bisschen Zunder in der Tasche, habe ich vorhin noch gesammelt. Ich hoffe, der ist in meiner Hosentasche noch ein bisschen trockener geworden. Aber wir probieren es erstmal ohne. Und ich hoffe, dass mir das Ding nicht ins Wasser fällt. Also ich habe schon probiert, das geht auf jeden Fall mit dem Feuerstahl auch. Die Dinger sind auch so ein bisschen verdreht. Die kann man dann quasi entgegengesetzt wieder aufdrehen. Allerdings befürchte ich, dass da sich das Brennverhalten ändert. Also auch die Dauer. Ja, ich würde sagen, ein bisschen Tuning. So, was habe ich dabei? Trockenes Gras. Und ganz tief in der Hosentasche unten. Das sind so Wuschel am Schilf dran. Das Ding dürfte eigentlich schon reichen. Wir haben gerade sehr trockene Luft. Ist nicht mehr ganz so kalt wie gestern. Ja, jetzt hoffen wir mal. Da reicht eigentlich die Hälfte. Jetzt kommt ein kleiner Wind. Heute ist der Wurm drin. Jetzt. So. Der Zunderfuchs brennt. Den tue ich jetzt mal
der S-Bit-Kocher rein. Kleine Gitter drauf, wie gestern auch. Das kleine Gitter. Und Wasser habe ich auch schon. Genau wie gestern, 350 Milliliter. Gucken wir mal, wie es tut. Gleich das Pulver dazu rein. Normalerweise kommt ein Löffel pro Bechertasse. Dann tun wir mal zwei rein. Und nur ein bisschen, weil es gut tut. Ja, es raucht. Das ist erstmal ein Nachteil gegenüber dem S-Bit. Und wie man sieht, ich hoffe zumindest, dass man sieht, man sieht es nicht wirklich. Ist der Zunderfuchs so dick, dass er quasi fast schon am Rost anstößt. Deswegen muss man einfach warten, bis das ganze Ding brennt. Und dadurch haben wir dann weniger Rauchentwicklung, wenn dann mal das Ganze brennt. Ja, ich würde sagen, ich bin heute ein bisschen im Energiesparmodus. Deswegen schalte ich jetzt mal ab. Ich bin eh ein bisschen zu spät dran und melde mich gleich, wenn es soweit ist. Ja, heute sind wir jetzt etwas schneller. Energiesparmodus heißt in dem Fall auch, dass wir Zeit sparen. Ich bin ein bisschen später dran, deswegen in aller Kürze. So, es raucht noch ein bisschen vor sich hin. Genau, probiere ich mal, wie heiß es ist. Also, ganz pauschal kann man mal sagen, der Zunderfuchs hat zwar nicht ganz so lange Brand wie der S-Bit-Würfel, aber es ist annähernd ähnlich heiß. Man kann sich gosch verbrennen. Ja, insofern war es ein guter Versuch. Und man muss einfach mögen, dass seine Töpfe rußig wäre oder seine Tasse. Ja? Also das war beim S-Bit gestern nicht so. Es war unter dann ein bisschen dunkel, okay. Aber weitgehend rußfrei. Das ist jetzt beim Zunderfuchs irgendwie anders. Man hat am Anfang gesehen, es raucht sehr stark. Jetzt hat er dann quasi oberum Brand. Dann habe ich es gleich draufgestellt. Da kam ziemlich wenig Luft hin. Und jetzt mit dem Rauch hat er nachgelassen, wo dann die Flamme quasi vom ganzen Zunderfuchs gekommen ist, nicht bloß vom oberen Teil. Müsste ich jetzt nochmal testen, wie dann das Rußverhalten ist. Genau. Dazu kommt noch, da ist nicht wirklich viel Platz vom Zunderfuchs bis zum Gitter. Heißt, das ist ja eh der dünnere Zunderfuchs, der ist dicker. Der wird dann wahrscheinlich ziemlich anstoßen. Nochmal ein Nachteil. Genau, schade, ich habe mir von den Zunderfüchsen mehr versprochen. Also gerade in Sache Ruß. Das mit dem Anzünden mit dem Feuerstahl war ziemlich sicher der Vorführeffekt. Es geht mit dem Feuerstahl auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich halt ein bisschen Zündhilfe braucht. Genau. Ja, und jetzt packe ich auch schon wieder zusammen. Lass den S-Bit-Kocher noch ein bisschen abkühlen. Ja, und dann machen wir uns auf den Heimweg, mein Kleiner und ich. Der ist übrigens hier unten. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal danke fürs Zugucken. Schön, dass es euch interessiert. Wenn ihr Ideen habt, was man vielleicht sonst noch nehmen könnte, einfach unten in die Kommentare.
Ich habe noch einen Teil, den ich auf jeden Fall probieren möchte. Der kommt dann morgen vielleicht dran. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Preis, Brenndauer, Anzünde, Ergebnis, heißes Wasser. Dann hätte man eigentlich alles. Dann bis zum nächsten Teil. Ich hoffe, euch interessiert es auch weiterhin. Macht's gut, bis denn.